Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger und ich bin Service Designer und unter anderem auch auf Besucherlenkung spezialisiert. Und heute einmal ein Podcast mit mir alleine, also ohne Interview und ohne Gespräch mit Markus. Und der Grund ist das Thema, ein Thema, das in letzter Zeit ein bisschen meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Warum? Das werde ich dann gleich in Kürze sagen. Und zwar geht es um das Thema Absagen, die Kunst des Absagens. Ist ein schöner Begriff, den ich beim Recherchieren gefunden habe. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich den Podcast heute überhaupt? Angefangen hat alles damit, dass wir sowohl unser Team als auch Geschäftspartner gefragt haben, wer würde euch denn inspirieren, wenn ihr ihn einmal auf unserem Podcast hören würdet. Und da sind dann einige Namen gefallen, auch sehr bekannte Namen. Und ich habe es dann nicht nehmen lassen und gesagt, okay, ich schreibe den Personen jetzt und frage, ob sie bei uns für einen Podcast, für ein Interview zur Verfügung stehen würden. Und ich würde sagen, der renommierteste Name global gesehen war sicher der Dalai Lama. Also habe ich die Website herausgesucht, habe dem Dalai Lama bzw. seinem Büro, muss man wohl sagen, eine E-Mail geschrieben und gewartet. Unter anderem auch anderen, wie zum Beispiel von einer von unserer Mitarbeiterinnen sind The Gale People gekommen. Das ist ein Architektur-Stadtplanungsbüro in Nordeuropa, oder Bill Gates oder auch Frau Dr. Stolber, die Geschäftsführerin von der Österreich-Werbung. Wichtig war uns, als wir diese Frage gestellt haben, dass wir ein bisschen in ein anderes Mindset hineinkommen. Das heißt, uns war wichtig zu fragen, egal wer es ist, sagt uns die Namen, wir schreiben sie auf jeden Fall an und vielleicht haben wir doch Glück. Wir sind doch ein kleiner Podcast, ein Nischen-Podcast, und ich gehe davon aus, je berühmter die Persönlichkeit, umso angestrengter ist wahrscheinlich auch sein Zeitplan. Aber meine persönliche Philosophie ist, nicht probiert ist auf jeden Fall ein Nein. Also habe ich doch einigen von den Personen geschrieben, und nachdem ich dann die Absage vom Dalai Lama erhalten habe, die hat mich eigentlich so begeistert von dem, was drinnen gestanden ist und wie die Absage zustande gekommen ist, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt da einen Podcast drüber zum Thema die Kunst des Absagens. Man muss dazu sagen, selber ist man auch nicht hundertprozentig perfekt, man versucht sozusagen E-Mails, die man bekommt, möglichst zu beantworten. Hin und wieder schiebt es von oben die Lawine hinein von anderen E-Mails, und wenn man nicht aufpasst, hat man die sozusagen den Verlauf ganz schnell in dem Bereich, wo man es im Fenster nicht mehr sieht, und das kann unter Umständen verloren gehen. Das kann sein mangelndes Zeitmanagement, eben die E-Mails werden verschüttet, dann macht man sich vielleicht keine Notiz dazu. Es gibt also viele Begründungen, warum man Absagen vielleicht nicht so ernst nimmt wie, und das war jetzt mein großes Learning, wie man es eigentlich nehmen sollte. Ich habe dann mit Markus ein bisschen drüber geredet, und das war auch spannend bei ihm, weil er handelt bei uns zum Beispiel die, wenn wir Absagen rausschicken müssen, wenn wir Praktikumsplätze oder Anfragen für Stellenangebote kriegen. Und er hat sich zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, dass er immer dazu schreibt, warum wir das nicht machen, und unter Umständen sogar einen Tipp dazu schreibt, wo man sich nur weiterentwickeln muss, damit man zum Beispiel in einer Firma wie uns arbeiten kann. Weil gerade im Informationsdesign haben wir einige spezielle Anforderungen, auch zum Teil sehr hohe Anforderungen, was Informationsdesign anbelangt. Ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann ein bisschen recherchiert. Es gibt, wie zu allen Themen, muss man dazu sagen, auf Google ausreichend Informationen, ausreichend Videos, Bücher, Artikel drüber. Was ist jetzt eigentlich wichtig in einer Absage? Und die Sachen, die dort aufgetaucht sind, ich zähle jetzt einmal auf, das ist so das Thema Wertschätzung demjenigen, der einem schreibt oder der einem anruft, eine Begründung, warum man absagen muss, dass man verbindlich sein soll, und natürlich dann idealerweise was Motivierendes am Ende. Das sind so die wesentlichen Punkte, die auftauchen. Und wenn ich mir jetzt die eigenen Erfahrungen anschaue, die ich jetzt gemacht habe in den letzten 2 Monaten,
was Absagen anbelangt. Und ich würde sagen, so wie viele von uns, betrifft es uns eigentlich 360 Grad. Das heißt, das eine ist, wir sind ja konsequent draußen in Kontakt mit Menschen. Wir versuchen sie davon zu überzeugen, dass man unter Umständen eine Lösung hat für ein Problem, das man gerade hat. Oder man kriegt eine Stellenbeschreibung herein oder man kriegt eine Praktikumsbeschreibung herein. Man sagt ab und man wird abgesagt. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist, es sind so diese Details, die dann einen Unterschied machen. Und das habe ich auch bei diesen Podcast-Anfragen gemerkt. Da geht es einerseits um das Thema Zeit, also wie schnell kommt eine Absage. Es gibt sicher welche, da merkt man, die haben automatisierte Routinen drinnen. Das sind so, ich würde mal sagen, die klassischen E-Mails, die dann, danke, wir haben Ihre E-Mail erhalten und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden. Das ist ein schöner automatisierter Vorgang. Man muss nur aufpassen, dass man dann entsprechend auch in Kontakt bleibt und dass es dann bestimmte überschaubare Zeit dauert, wo man sich wirklich, und das finde ich dann wichtig, im Detail mit dem Thema beschäftigt und eine konkrete Absage schreiben kann. Und was habe ich noch so erlebt? Es war, wie gesagt, mein Höhepunkt war die Absage aus dem Büro des Dalai Lama, weil so lange musst du erst einmal Zeit nehmen, das E-Mail zu schreiben. Es ist eine gute Begründung drin gestanden. Es ist Verständnis vermittelt worden, dass es momentan extrem viel Anfragen gegeben hat. Und was ich so super gefunden habe, man hat irgendwie die Wertehaltung, die dort stattfindet, einfach in diesem E-Mail gespürt. Und da habe ich bei mir dann gemerkt, das hat bei mir was ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, das Thema Haltung ist und Kultur, das man in der eigenen Organisation hat, finde ich, ist ein wichtiges Thema, das in solchen Absagen eigentlich stattfinden sollte. Das heißt, man versucht, eine bestimmte Firmenkultur aufzubauen, die jetzt in unserem Fall zum Beispiel sehr stark auf Wertschätzung basiert. Und das sollte eigentlich auch bei den Absagen drinnen sein. Und das war was mich eigentlich so angesprochen hat bei dieser Absage. Was dann, ich finde, dass das feine kleine Detail, das dabei war, war zum Beispiel, ich bin ja mit einem Bedürfnis gekommen. Ich hätte gerne ein Interview geführt, weil mir gerade die Meinung von einer Persönlichkeit wie dem Dalai Lama in dieser Kernzeit von Covid-19, von Corona, wo wir alle eigentlich nur bis in der Stressphase waren, das hat mich selber interessiert. Das Interview hätte ich echt gern geführt. Und es ist dann nicht einfach nur eine Absage gekommen, sondern unter anderem haben wir dann die Rechte bekommen, Content, der auf vor allem der YouTube-Seite des Dalai Lamas zur Verfügung steht, für unseren Podcast zu verwenden. Das heißt, die Absage war nicht nur so, dass man mich wertgeschätzt hat und nicht als die Nummer 1300 von 5000 wahrgenommen hat, sondern man hat versucht, das Bedürfnis, mit dem ich ja gekommen bin, entsprechend wertzuschätzen. Und das war für mich eigentlich eines von diesen wirklich großen Learnings, dass auch bei einer Absage man sich ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen sollte, was ist denn das Bedürfnis des Gegenübers? Wie kann ich vielleicht trotzdem einen Akzent setzen, dass diejenige seine nächsten Schritte setzen kann? Dasselbe habe ich übrigens von den The Gale People erhalten. Das Okay, kann man dazu sagen, einen Artikel zu verwenden, wo sie sich selber den Kopf drüber zerbrochen haben, wie das jetzt bei Covid ist und was für Auswirkungen das auf die Stadtentwicklung hat. Übrigens beides Links, die ich unten in den Shownotes angeben werde, weil ich finde, sowas gehört geteilt. Wegen dem haben wir angerufen und das war eigentlich der Inhalt, wegen dessen wir ein Gespräch führen wollten. Ja, in unserem Fall bedeutet das, wir werden weiter versuchen, die Frage zu stellen und hoffen, wir kriegen Antworten, vielleicht auch von euch. Wer wird euch denn inspirieren? Wir werden weiter E-Mails rausschicken, wir werden nachtelefonieren, um zu fragen, ob das E-Mail angekommen ist oder nicht und weiter mit Spannung schauen, wie sich denn das Thema Absagen entsprechend verhalten wird und hoffentlich die eine oder andere Zusage zu bekommen. Die Chancen hatten wir auch, da kann ich gleich die Möglichkeiten hatten wir auch, da kann ich gleich einen Verweis drauf geben. Wir haben die Riesenchance gehabt, die Frau Dr. Stolber für ein Interview zu gewinnen, also auch
Wenn man es nicht probiert, ist es auf jeden Fall nein. Und wenn man es probiert, dann hat man eine Chance, dass es ja wird. Und in dem Fall war ich echt sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Der Podcast ist bei uns abrufbar. Es war, finde ich, ein total spannendes Gespräch über das Thema Urlaub in Österreich. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, weil ich habe mir vorgenommen, dass das, nennen wir es einmal, auf der einen Seite ein bisschen ein persönlicher Podcast, auf der anderen Seite auch ein kurzer Podcast wird. Was habe ich wirklich nochmal für mich gelernt durch diese Absagen und wie gesagt vor allem durch dieses inspirierende E-Mail aus dem Büro des Dalai Lama? Erstens, ich glaube, Wertschätzung ist wichtig. Das heißt, die Kultur, die man selber in der Firma prägt, und die Wertschätzung für Personen, die sich die Zeit nehmen, mit einem in Kontakt zu treten, das sollte auch, wenn es notwendig ist, und manchmal muss man Nein sagen, in so einem E-Mail Ausdruck finden. Das Zweite, das ist, ich glaube, eine Begründung hat sich jeder verdient, also eine klare Ansage, worum es nicht geht. Ich weiß es nur, wo ich jung war. Danke für Interesse an unserer Firma, momentan ist leider nichts frei. Es ist fast ein bisschen zu kurz. Ich glaube, man kann was machen. Man kann es über die Standardsätze hinaus formulieren. Die Zeit sollte man sich vielleicht geben. Und ich finde dieses nette kleine Detail am Ende, dass man was zurückgibt, eben bei uns auch der Tipp, wo man sich vielleicht weiterentwickeln kann, damit man bei uns vielleicht einmal arbeiten kann, wenn man es dann noch möchte. Oder ebenso wie von den Gale People und vom Dalai Lama, dass wir auch die Rechte bekommen, deren Content zu verwenden und den auch entsprechend zu kommunizieren. Solche Sachen finde ich wichtig. Am Ende des Tages ist auch eine Absage, eine Investition eigentlich in das Bild, was man selber von sich hat und auch in das Bild, das sich andere Leute von einem machen. Und als Service Designer kann ich sagen, es gibt Customer Journeys für einen Recruitment-Prozess, es gibt Customer Journeys für einen Vertriebsprozess und das Thema Absage ist dort ein wichtiger Service-Kontaktpunkt, mit dessen Gestaltung und Ausgestaltung vor allem einen wesentlichen Unterschied machen kann, ob man erfolgreich ist bei diesen unterschiedlichen Zielgruppen. Und ja, für mich habe ich einiges mitgenommen. Ich hoffe, der kurze Podcast war für euch interessant und wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, wie immer, unter podcast@geraumt.com und ich würde mir auch, wir werden den Podcast auf Facebook und LinkedIn posten, jeweils bei unserem Profil. Ich würde mich über kleine Anregungen freuen, eure eigenen Geschichten, wo ihr gute Erfahrungen gemacht habt mit Absagen oder eure eigenen Tipps, was ihr sagen würdet, was macht eine Absage auch erfolgreich, auch wenn es ein Nein ist. In diesem Sinne, alles Gute und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Servus.